Einen schönen guten Tag, ich bin Papa Zock und wir spielen weiter Going Medieval. Da haben wir uns einiges vorgenommen mit unseren Juristen hier. Ich hoffe, sie bekommen dieses blau angezeichnete Gerüst noch irgendwie hingebaut, weil irgendwie hatten sie jetzt genug Zeit, das zu machen und kommen irgendwie nicht dazu. Wir werden sehen. Der Herbst ist da, Tag 2 vom Herbst. Unsere Nahrungsmittelvorräte sind immer noch ausreichend, damit kommen wir gut über den Winter. Ja. Wollen wir sehen, wie das so vonstatten geht. Jetzt gab es einen Vorschlag, da muss ich mal schauen, wie sie das, ob und wie sie das schön umsetzen ließe. Und zwar, ob wir nicht hier noch eine Treppe hinbauen können. Ich sehe es nicht so richtig. So. Ja, die müsste dann so stehen. Lass es erstmal. Die Idee war, dass man vielleicht hier über den Balkon noch Zugang zu einer Dachterrasse bekommt. Aber so wie das hier steht, würden wir entweder direkt an die Treppe, an die bestehende Treppe, die neue Treppe ansetzen müssen, damit das irgendwie passt. Das sieht dann aber nicht so schön aus. Und ansonsten haben wir nur eine Treppe. Ich würde es mal weglassen. So. Und hier ist irgendwie die Frage, warum sie das nicht liefern und warum sie das nicht bauen. Aber wir lassen sie mal machen. Ich weiß nicht, ob sie da von unten kommen müssen. Dann nehmen wir mal den Robot. Gebäude ist instabil, da es auf Stabilität 0 platziert wurde. Okay. Alles klar. Das heißt, das funktioniert nicht. Kein Problem. Das heißt, wir können das löschen, das löschen, das löschen. Und das auch. Und was wir stattdessen machen können, ist, wie machen wir das am besten? Wir bauen auf jeden Fall hier drei Treppen hin. Und hier auch. Und dann geht's hier nach oben und da und so und dann glaube ich, wenn wir es dann so bauen, müsste es funktionieren. Das lasse ich jetzt erstmal machen. Ach, ich gebe es hier drüben auch gleich in Auftrag. Weil wenn es nicht klappt, dann bauen sie es auch nicht. Und wenn es klappt, dann haben wir schon den Auftrag erteilt. Was bemängelt er jetzt? Nicht erreichbar. Okay, was wir natürlich auch machen können. Ist hier unten drunter einfach bauen. Weil dann bauen sie es einfach von der Etage weiter unten.
Ich verstehe nur dieses nicht erreichbar dann irgendwie nie. Weil. So. Und so. Weil wir bauen extra eine Treppe hin und auf der Treppe kann er doch oben stehen. Aber offenbar gibt es da Schwierigkeiten. Naja, so ist es. Wir können es auf der anderen Seite ja vielleicht mal probieren, ob er es macht, wenn wir es so bauen. Weil, was mir gerade einfällt, wir müssen das ja auch irgendwie so machen. Sonst können die ja irgendwie gar nicht hier rüberkommen. So. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Hier brauchen wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwie so. So. Das heißt, hier machen wir es ähnlich. Ah, können wir es vielleicht sogar so machen. Jetzt bringen sie zumindest die ganzen Weidenstöcke und bauen die dahin und dann bauen sie die Stützbalken. Schön. So. Aber ich glaube, hier ist er noch nicht so zufrieden. Ich glaube tatsächlich, die brauchen da nein, das nicht mehr so hier, dass man da so. Diese Zwischensäulen baut, damit der Regalboden oder der Gerüstboden irgendwie stabiler wird. Der Alex hat gemeint, wenn ich hier mit meinen Gerüsten zugange bin, dass ich an die Banner denken soll. Das werde ich, aber das Einzige, wo mir einfällt, wo ich gerne Banner hätte, wäre wahrscheinlich innen. Ich weiß nicht, ob ich außen Banner hinmachen möchte. Der Bau soll innen prunkvoll sein. Und er steht ja in der richtigen Festung. Also gefühlt sollten da innen ein paar Banner rein. Außen weiß ich noch nicht. So, jetzt ist es glaube ich nur noch eine Fleißaufgabe, bis sie das da fertig haben. Und dann müssen wir mal schauen, ob ich da in der Lage bin, ein Dach drauf zu zaubern.
Bin selber gespannt. Eigentlich glaube ich, müssen wir hier noch mal eine Reihe Holz hinbauen. Wobei, dann haben wir da kein Dach, da nicht, da nicht. Das würde geplant. Sowas hier werden. Und irgendwie scheint es tatsächlich besser zu funktionieren, wenn man das Gerüst, also wenn man von unten versucht hinzubauen. Also geh weg. Geh weg. Und dann können die da von unten hinmauern. Beziehungsweise bleibt da. Und wir machen das vielleicht so. Dann können Sie von hier rüber. Ja. Aber Sie können auch hier oben hoch. Das müsste vielleicht funktionieren. Untätige Dorfbewohner steht hier manchmal. Ah ja, sie haben alles aufgeräumt. Plünderer. 15 Feinde sind gekommen. Sie tauchen da hinten auf. Aber, so wie ich das sehe, müssen die zum Haupteingang kommen. Wir schauen kurz, wo sie hinmarschieren. Einer zornt da los. Also. Ah, wir haben Herbst, das heißt, es wird auch wieder Zeit für Winterklamotten. So, die Bogenschützen. Alle mal hierher. Die Nahkämpfer. Alle hierher. Denke, wenn ich nicht völlig falsch gewickelt oder schief gewickelt bin, dass die zum Haupteingang sein müssen. Also sie müssen nicht, aber die KI greift noch nicht die Mauer an, sondern sie suchen sich die Schwachstelle in der Mauer. Das ist für die KI die Tür. Und nach dieser Logik scheinen die Angriffe geplant zu werden.
Mal schauen, ob ich recht habe. Jawohl. Können wir die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen. Sie kommen wirklich wieder perfekt in der Formation Perlenschnur. Ah, die hätte man vielleicht früher abfangen können, hier so an der Seite. Aber natürlich mit dem Risiko, dass dann einer entwischt, der dann vorm Tor steht und nicht empfangen wird. Die scheinen nicht so richtig zu wissen, was sie wollen. Ich lasse die Zeit mal schneller laufen, weil wenn die da so einzeln auftauchen und dann so auf dem Präsentierteller rumstehen. Ich könnte natürlich auch ein paar Bogenschützen hierher ziehen. Sind sie zumindest mal alle da? Bekommen alle so ein bisschen Pfeile ab. Ja, das geht wieder aus wie die letzten Angriffe auch. Urzental hält bravourös stand. Uhr, Zeit zum Schlafen. Ab ins Bett und seid am Morgen wieder müde. Na, sag mal, schaut mal das an. Alle ab ins Bett. Das glaube ich das erste Mal, dass die horchen. Hier steht wieder einer rum. So. Noch 2 Grad hier draußen in der Nacht. Es wird also irgendwie Zeit, dass wir die Fenster schließen. Jetzt können Sie das hier fertig bauen. Und dann müsste das eigentlich jetzt ruckzuck gehen. Und dann können wir schauen, ob meine Dachkonstruktion irgendwie funktioniert. Und bei diesem Dach bin ich ehrlich, da ist die Priorität erstmal darauf, dass es ein Dach gibt. Und wie das nachher aussieht, das ist nicht ganz, nicht völlig egal, aber dann doch nebensächlich. Nicht so wie bei der Schmiede, wo ich dann irgendwie doch versucht habe, mich ein bisschen zu verkünsteln. So, Gerüste fertig. Alle möglichen Gebäude, die zu bauen sind, sind jetzt auch blau und werden jetzt gebaut. So, das sind die Balken. Schön. Was ich mal bauen werde, und wahrscheinlich wird es noch mehr werden, ich baue jetzt mal hier. Ich baue da Holzboden hin. Und zwar eigentlich mit der Intention, dass da
so, dass da oben Leute langlaufen. Kann nicht unter Balken. Mist. Dann machen wir es außen. Dann machen wir es hier. So und so und so. Und dann können die hier auf diesem Weg laufen, der einmal hier außen rumläuft, und können das Dach in der Mitte bauen. Und ich glaube, dass ich jetzt wieder meine Holzvorräte völlig überanspruche. Aber hier können wir das auf jeden Fall so machen. Weil das Dach da außen wird diesen Holzboden brauchen und es wird sehr schmal werden. So. Und jetzt brauchen wir wieder Unmengen Holz. Wie viel haben wir? Ja, immerhin 1100. Immerhin. Das dürfte auch mehr sein, wenn es nach mir geht. Da müssen wir noch ein bisschen Bäume fällen. Ich hoffe, er kann, ich meine aber ja, von oben den Boden bauen. Ich glaube aber ja. Wir werden sehen. Ah, hier benutzen sie das Gerüst um. Sehr gut. Bau misslungen. Das habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Immer noch über 1000 Holz. Okay, das sieht gut aus, weil wir bekommen da schon relativ viel Boden gelegt. Das ist gut. Da fällt mir ein, der Alex hat gesagt, man könnte hier ja, also er würde sich wünschen, dass wir den Eingang zur Burg ähnlich gestalten wie den Eingang hier zur großen Halle. Die Idee fand ich kurz gut. Allerdings können sich hier drunter zwei Gegner verstecken. Wenn wir das so bauen, dann können wir von oben nicht mehr drauf schießen. Deshalb würde ich doch erstmal davon absehen, diesen Eingang so auch am Torhaus zu bauen. Hier am Eingang könnte man es eigentlich machen, aber dann komme ich wieder mit meinen Fahnen, die hier sind, in die Bredouille. Deshalb bleibt das, diese Art von Eingang wahrscheinlich der großen Halle vorbehalten. Aber ich denke, das ist okay. Jetzt ist hier ein Bau misslungen vorhin und jetzt fühlt sich keiner mehr zuständig. Wir haben noch über 700 Holz rumliegen, also an
Am Material kann es nicht liegen. Und wieder ein Tag vorbei. Haben wir immer noch keine Winterklamotten an. Macht nichts. Wir haben immer noch Plusgrade. Hier ist aber noch offen. Warum? Ein Hausmeister ist da zuständig, okay. Ich fände es ja schlau, wenn einfach ein Siedler, der gerade in der Nähe ist, einfach das kurz zumacht. So eine Art, weiß ich nicht, so eine Art Abfrage. Was ist denn hier los? Warum schläfst du nicht? Du bist müde, es ist nachts um drei und du hast jetzt beschlossen, du musst jetzt unbedingt. Verstehe ich nicht. Sie muss jetzt unbedingt da noch die Leiche hinbringen. Und jetzt ist es früher Morgen, das heißt, sie geht jetzt wahrscheinlich beten und dann liegt sie wieder irgendwo bewusstlos rum. So, sie bauen jetzt da oben diesen Dachboden fertig. Und was auf jeden Fall geht, ist, man kann hier ist ein Dach drauf bauen. Seht ihr das? Das heißt, hier ist erstmal kein Problem. Hier können wir ein Dach bauen, so lang und so weit wir wollen. Das funktioniert schon mal gut. Und dann ist ja die spannende Frage, ob wir ein Dach hinbekommen, das hier so überspannt. Und schaut mal, auch das bekommen wir hin. Was wir wahrscheinlich nicht hinbekommen, ist, dass es irgendwie so groß wird, weil es geht hier nicht weiter in der Breite. Und da auch nicht nach links und rechts. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich. Wir werden hier wahrscheinlich nochmal Balken bauen müssen. Weil, wenn wir das so machen, so geht's. So geht's nicht. Und das gilt ja von der anderen Seite her auch. Ja, da werden wir nochmal. Und zwar so und so machen müssen. Da, Paula ist bewusstlos. Warum nur? Wieso fühlt sich eigentlich keiner zuständig, hier dieses Ding zu bauen? Was ich mir auch vorstellen könnte, wenn wir das so machen. Ihr ahnt es. Ah, das wird herrlich. Hab schon wieder Ideen. Aber irgendwie, also. Da hier vorne liegen fünf Holz rum. Da wäre. Bau doch mal bitte dieses Holzwändlein da. So. Und jetzt bau doch mal diese Treppe da. Aha. Und schon wird es deutlich besser, weil sie kommen jetzt hier hoch.
Jetzt ist die Frage, warum bauen wir nicht einfach komplett zu? Dann können wir das Dach designen, wie wir wollen. Aber ich bin mir nicht sicher. Eins, zwei, drei. Doch, das müsste sogar reichen. Das müsste sogar reichen. Und wenn wir das komplett zubauen, dann könnten wir das Dach wahrscheinlich designen, wie wir wollen. So. Und so. Das hier in der Mitte ist erst noch nicht erreichbar. Das wird ja spannend. Das hatte ich so nicht vor, aber so ist es ja noch irgendwie viel cooler als mit diesem Balkenkonstrukt, weil dann können wir wirklich das Dach hier drauf designen, wie wir möchten. Ob das wirklich hinhaut, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Denn unsere Zeit ist wieder um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid. Bleibt mir gesund. Bleibt glücklich. Ich bin Papa Zock. Bis bald.